So, wir sind es mal wieder und diesmal geht es um einen kritischen Blick auf den Expressionismus. Wir werden gleich sehen, was damit gemeint ist. Wir haben uns ein Gedicht von Paul Bold mal genauer angesehen, das ist ziemlich bekannt, auf der Terrasse des Café Josti. Das beginnt typisch expressionistisch, ne, in Berlin, der Potsdamer Platz in ewigem Gebrüll. Da haben wir schon mal Expressionismus pur, dann vergletschert alle hallenden Lawinen. Also hier, das lyrische Ich fühlt sich regelrecht überrollt hier, vergletschert. Das heißt also, hinterher ist es auch so, dass man da gar nichts mehr gegen machen kann. Den Gletscher muss man so hinnehmen, wie er ist. Er kann ganze Dörfer erdrücken natürlich, zumindest war es früher so, vor dem Klimawandel. Dann wird auch gesagt, worum es geht. Der Straßentakte, Trams, also Straßenbahnen und Automobile machen da Probleme beim Lärm, ganz klar. Und dann diese unglaubliche Geschichte und den Menschenmüll. Tja, da ist man natürlich sehr erstaunt, dass er so etwas sagt. Man ist jetzt gespannt, was kommt als nächstes. Die Menschen rinnen über den Asphalt, das kennt man auch aus dem Expressionismus, ne? Viele Menschen, Massen, Schnelligkeit, aber hier, sie sind ameisenemsig, das heißt fleißig wie Ameisen, wie Eidechsen flink, also überhaupt nichts Negatives. Man fragt sich, wo ist der Müll? Dann sogar Stirne und Hände von Gedanken blink, blink heißt so viel wie blank, leuchten, sogar blinken von Gedanken, also viel Positives Menschen wie so Müll. Und sie schwimmen wie Sonnenlicht durch dunklen Wald, sogar mit Sonnenlicht werden sie verglichen. Jetzt kann man viele Überlegungen anstellen, ja, kann man das nicht irgendwie rechtfertigen, vielleicht, aber es bleibt einfach am Ende übrig, ne, das lyrische Ich. Und Paul Bold trägt dafür natürlich Verantwortung für das, was er da schreibt, auch wenn es ein Gedicht ist mit einem lyrischen Ich. Ne, das bezeichnet die Menschen dort vor dem Hintergrund dieses Gebrülls als Menschenmüll. Und das ist menschenverachtend, das ist einfach nicht in Ordnung. So. Dann hier im weiteren Verlauf, dann Nachtregen hüllt den Platz in eine Höhle, wo Fledermäuse weiß mit Flügeln schlagen, auch nichts Negatives. Es kommt der zweite Hammer in dem Gedicht. Und lila Quallen liegen bunte Öle. Damit sind die Benzinreste gemeint, die bei Regen dann natürlich in den Pfützen eben Farben erzeugen und so weiter. Naja, gut, ist in Ordnung, kann einen stören neben dem Gebrüll. Aber dann die mehren sich zerschnitten von den Wagen. Das heißt also, die Autos zerschneiden die und dann werden die natürlich mehr, aber sie werden nicht größer dadurch. Mein lieber Paul, ne? So, na, so. Und dann aufspritzt Berlin. Naja, in Ordnung, die Autos fahren da durch. Des Tages glitzernd Nest. Aha, ist ein Nest nicht etwas Positives? Ist glitzern, naja, gut, kann natürlich auch sein, dass es nur so was wie Tand ist, also unnützes Zeug. Falscher Schmuck gewissermaßen. Vom Rauch der Nacht. Wo kommt der Rauch her? Ist ja irgendwo angedeutet, Industrie oder so etwas. Und dann das Allerschärfste, wie Eiter einer Pest. Das heißt, das große Problem ist hier einmal das, was wir als Ressentiment bezeichnen. Das sind starke Gefühle, die aber unüberlegt sind, die nicht zu Ende gedacht sind, die auch verletzend sind. Und von daher letztlich nicht in Ordnung. Ressentiments sind erstmal okay, aber sie müssen bearbeitet werden. Das ist nicht in Ordnung. Und auf der anderen Seite dann hier ein zweites Ressentiment. Berlin, Eiter einer Pest. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, es ist oberflächlich. Einmal bei den Menschen, denn die werden im Einzelnen überhaupt nicht vorgestellt, ernst genommen in ihrem Lebenskampf. Und auch eine gewisse Gedankenlosigkeit. Nur hier, Müll taucht nie wieder auf. So. Und diese Öle dann zum Eiter einer Pest zu machen, ohne dass da weiter drauf eingegangen wird, geht auch nicht. Also, ne, wir halten fest, auch Dichter machen manchmal Dinge, die man kritisch sehen kann, vielleicht sogar muss. Was haben wir jetzt gemacht? So, wir stellen mal zwei Möglichkeiten vor. Man kann einen kritischen einen Brief schreiben, natürlich Paul Bold ist längst tot, aber trotzdem kann man ja seine eigenen Gefühle beim Lesen des Gedichtes in einen solchen Text hineinschreiben. Wir haben dann Folgendes draus gemacht, für eine kleine Anregung. Lieber Paul Bold, ich weiß oder wir wissen, du bist nicht das Ich in dem Gedicht, aber du kannst dich der Verantwortung für das, was du schreibst, nicht entziehen. Von daher, jetzt geht's los. Wir bleiben mal hier bei dem Ich jetzt hier. Ich kann ja verstehen, dass du unter einer Großstadt wie Berlin leidest. Aber musstest du wirklich nach Straßenbahnen und Automobilen gleich von Menschenmüll sprechen? Du sprichst ja selbst von Ameisen fleißig und flink in Bezug auf die Menschen. Und das müssen Menschen auch sein, wenn sie in einer Großstadt überleben wollen.
Und dann schwimmen sie ja auch noch wie Sonnenlicht durch dunklen Wald. Was denn nun? Was denn jetzt? Müll oder Sonnenlicht? Und dann die Stadt gleich als Eiter einer Pest bezeichnen, einfach so, ohne vorher genauer darauf einzugehen. Wolltest du nur deine Kumpels im Café Josti beeindrucken? Nach dem Motto, je wilder die Formulierung, desto schöner. Also bitte zunächst ein bisschen mehr nachdenken und ein bisschen Rücksicht zeigen oder Rücksicht nehmen, auch auf uns. Denn wir Schüler müssen später sowas lesen, aber wir können auch kritisch sein. Schönen Gruß. So. Das kann man völlig anders formulieren, ne? Aber man geht auf die Dinge ein und man macht schon deutlich, ne, dass da einiges nicht so ganz in Ordnung ist. Und wir wollen vor allen Dingen auch ein bisschen hier werben dafür, dass man eben auch große Literaten, große Dichter eben kritisch sehen kann. Denn in der Welt ist das einfach so, wer einmal oben auf dem Podest steht, dann knien die alle davor, von Ehrfurcht erfüllt, ne, bis dann plötzlich ein Kind schreit, wie in dem berühmten Märchen des Kaisers neue Kleider, hey, der Kaiser ist ja nackt. Und wir würden sagen, Paul, du bist nicht nackt, aber du hast da ein paar Dinge produziert. Ne? Naja, ist nicht so ganz in Ordnung, das kann man besser machen, zumindest. Ja, dann haben wir mal auch ein Gegengedicht versucht. Ne? Wir haben verschiedene Lehrer, die auch bereit sind, man merkt gleich, das hat kein Schüler geschrieben natürlich hier, Lehrer, die dann bereit sind, das mal auszuprobieren. Und wir hoffen, dass ihr auch auf Leser, auf Lehrer stoßt, die einfach mal sowas selbst probieren und dann versucht ihr sowas mal nachzuahmen. Wir lesen das erstmal einfach mal vor. Das Café Josti von unten betrachtet, das ist die Gegenperspektive, ne? Nicht von den Leuten vom Café aus, sondern von unten, von der Straße aus. Es sitzen Leute oben auf Terrassen, die schauen mehr ins Glas als durch das Glas. Ne? Trinken irgendwas Fantastisches und so weiter, aber sie gucken nicht wirklich durch ein Fernglas oder durch die Brille, durch eine vernünftige Brille natürlich, scharf auf die Dinge, bevor sie beurteilen. Was sie nicht kennen, scheinen sie zu hassen. Menschenmüll ist ganz eindeutig Hass gewesen. Das schnelle Urteil ohne jedes Maß. Als armer Mensch, jetzt kommt der Perspektivwechsel, kann man sich plagen, muss man vielleicht sogar eher, man sorgt für das, was sie genießen. Also hier, ne, würden wir mal dem Kollegen dann sagen, kann, lieber, muss man sich plagen. Ihr seht also hier auch einfach, es geht endlos weiter, alles kann optimiert werden. Man sorgt für das, was sie genießen. Das heißt, das, was die da auf dem Teller vorfinden oder im Glas, muss alles rangeschafft werden von anderen Leuten, die sie als Menschenmüll beschimpfen. Bei Klagen würden sie uns sagen, da würde ich vielleicht auch lieber das Klein schreiben, sie, diese Leute hier nämlich, es sitzen Leute oben, würden sie uns sagen, ach Mann, das musste ich nicht verdrießen. Doch trifft die Krankheit sie, droht gar der Tod. Gedacht daran wurde freilich nie. Dann sitzen sie mit uns in einem Boot. Das heißt, das lyrische Ich zieht hier die stärkste Keule überhaupt und sagt, Leute, wenn es um die wirklich wichtigen Dinge im Leben geht, Gesundheit, und die merkt man am ehesten, wenn man krank ist zum Beispiel, oder man sogar auf den Tod da niederlegt, dann sind alle Menschen plötzlich gleich. Das heißt es auch hier, dann sind wir nicht mehr Menschenmüll. Ja, der Kollege hat das wohl ein bisschen schnell gemacht hier. So, aber das macht ja nichts. Wir korrigieren das hier. Dann sind wir nicht mehr Menschenmüll. Drum sagen wir, wie wäre es mit echter Arbeit? Wir glauben fest, ihr seid dann ganz schnell still. Dann wird, was ihr vergaßt, Gemeinsamkeit. Das heißt also, wenn diese Leute da, die so leichtfertig hier darüber urteilen, wenn die dann mal, ne, sich selbst mal in die Arbeit stürzen würden, dann würden sie wahrscheinlich nicht mehr solche Sprüche loslassen, wohl etwas stiller werden und auch wieder begreifen, dass alle Menschen eigentlich auch in einem Boot sitzen. Ja, was man sich merken sollte, auch Dichter sind nur Menschen. Auch sie neigen zu Vorurteilen. Oberflächlichkeit ist der größte Irrtum überhaupt, zu glauben, dass Schriftsteller auch irgendetwas besser beurteilen können als andere. Sie können nur eine einzige Sache besser beurteilen vielleicht. Das ist das eigene Schreiben, denn da stecken sie tief drin. So, aber ansonsten das ganz normale Menschen. Und darum immer als Leser auf einen eigenen Blick achten, sich nicht falsch beeindrucken lassen. Wir sprachen ja von dem Denkmal. Auch die Deutschlehrer durchaus zu kritischer Haltung ermuntern. Es gibt viele Deutschlehrer, die trauen sich nicht, den Schülern auch zu sagen, also das, was der und der da geschrieben hat, ne, finde ich überhaupt nicht besonders gelungen. Denn das Problem ist, ne, man glaubt nur einem Lob, wenn auch mal kritisiert wird. Ne? Ein Lehrer, der immer nur sagt, boah, alles, was im Lesebuch steht, ist total gut und so, das wird nicht abgenommen. Und darum wollten wir da auch ein bisschen an dem Beispiel von
dieses Gedichtes eben zeigen, dass der andere Weg vielleicht doch besser ist. Besonders schön, wenn man es selbst probiert. Wir hatten erst nur an ein Gedicht gedacht, ne? Aber man kann durchaus auch einfach einen fiktiven Brief als erste Variante und ein Gegengedicht, das ist sicherlich das Schwierigere, auch schreiben. Da sollte man am ehesten auf Reime verzichten, ne? Denn als wir das mit dem Kollegen durchgesprochen haben, war am klarsten, das größte Problem waren hier die Reime, ne? Und er hat immer so ein bisschen auf die nächste Zeile geguckt, so ein Pärchen gebildet, Terrassen und Hassen muss man dann machen, dann klappt das etwas besser, oder Tod und Boot, ne? Sowas muss man im Kopf haben, um dann das hinkonstruieren zu können, also darum lieber erstmal weglassen. Schön wäre es natürlich, wenn sprachlich und vom Rhythmus her einigermaßen passt. Ansonsten einfach ausprobieren, es sportlich, spielerisch nehmen. Das heißt also, wenn irgendwas nicht so ganz klappt und andere eine bessere Idee haben, einfach locker nehmen. Wir haben hier eine Seite aufgeführt, wo wir so unsere ganzen Seiten dann auch ein bisschen alphabetisch mit dem Angebot präsentieren und da einfach mal nach Schreibwerkstatt suchen. Wir haben nämlich einige andere Beispiele auch, an denen wir zeigen, wie man auch als Schüler durchaus mal ein bisschen mit Literatur herumspielen kann. Ansonsten gilt das, was wir bei allen unseren Videos angeben. Hier speichern wir die Dokumentation auch mit den kleinen Fehlerkorrekturen ab. Es kann auch weitere Fehler möglicherweise noch geben, die wir später erst entdecken. Oder wir wollen etwas noch aktualisieren, erweitern. Dann packen wir das immer hier auf diese Seite. Man kann uns auch kontaktieren hier. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Denn vielleicht ist das nächste Video ja wieder interessant. Okay, alles Gute, viel Erfolg bei den eigenen Schreibversuchen.